Ich freue mich sehr, dass wir jetzt am Nachmittag mit fair gehandelten Produkten beginnen, dass das das Thema hier sein wird. Und die erste Rednerin ist Astrid Lorenzen von Lorenzen Design. Sie hat an der Hochschule in Kiel Produktdesign studiert und wird uns jetzt etwas berichten zum Thema, warum faire Elektronik so wichtig ist. Der Aufhänger ist der Kaffee bzw. die Kaffeemaschine und ich bin sehr gespannt und freue mich auch auf Diskussionen und Fragen danach. Astrid. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid und euch das Thema anscheinend interessiert. Ja, mein Name ist Astrid Lorenzen. Ich bin vom Verlötet e.V. Wir haben hier auch einen Stand. Könnt ihr uns anschließend auch gerne besuchen. Und ich möchte heute mal die Frage stellen, warum gibt es eigentlich fairen Kaffee, aber keine faire Kaffeemaschine? Und direkt mal Fragen ins Publikum. Wer von euch kauft denn fairen Kaffee? Das sind ein paar. Wer von euch hat eine faire Kaffeemaschine zu Hause? Einer? Da bin ich gespannt, ja? Okay. da müsste man gleich nochmal fragen im Anschluss, welche das ist. Oder ob es vielleicht ein Kaffeezubereiter ist. Eine Bialetti. Würde ich jetzt nicht als Maschine, sondern als Kaffeezubereiter definieren. Aber dazu später mehr. Dann, warum brauchen wir denn überhaupt Fairness in der Elektronikindustrie? Wir haben das mal grob unterteilt in 5 Stationen, bei dem es zu kritischen Punkten kommt, also zu Menschenausbeutung oder Naturverschmutzung. Das ist einmal der Rohstoffabbau, dann die Komponentenproduktion, die Montage und das Recycling. Kein Elektronikgerät kommt ohne ein paar Rohstoffe aus. Typischerweise braucht man Wolfram, das ist zum Beispiel ein Vibrationsalarm, Zinn für die Lötstellen, dann Tantal und Gold für Kontakte. Außerdem sind häufig seltene Erden wie Neodym für Elektromotoren in Windkraftanlagen, sind Elektromagneten verbaut oder auch wertvolle Metalle wie Titan, Silber, Indium und Palladium finden sich auf der Leiterplatte, im Display oder in Dioden. Als Beispiel ein Telefon, also ein Smartphone, hat über 60 Elemente verbaut, davon über 30 Metalle. Das nur mal als kleine Auswahl, was alles drin ist. Typischerweise werden diese Rohstoffe in Ländern wie Schwellenländern und Entwicklungsländern abgebaut. Kommt aus Afrika, ist der rohstoffreichste Kontinent, daneben Südamerika, Australien, Russland und USA, Kanada sind typische Abbauländer. Als Beispiel aus Afrika ist in der Demokratischen Republik Kongo wird ein großer Teil des Koltans abgebaut, was nötig ist, um Tantal-SMD-Kondensatoren herzustellen. Dort sieht man, die Arbeitsbedingungen sind mehr als dürftig, also die Arbeitsbekleidung und auch der Arbeitsschutz gibt es quasi keine Helme oder sonst welche Schutzmaßnahmen. Die graben halt kilometerlange Tunnel mit einfachen Mitteln ohne Abstützung und dementsprechend sterben auch häufig Menschen an einstürzenden Tunneln oder eben, weil sie keine Luft mehr gekriegt haben. Kinderarbeit ist auch ein weit verbreitetes Problem in der Rohstoffgewinnung. Hier ist ein Junge in Indonesien, die schon ab 11 Jahren mit zur Familienernährung beitragen müssen. Sie klopfen große Steine klein oder schürfen die Erze mit bloßer Hand oder waschen sie aus den Flüssen. Das ist halt aber immer noch 5-mal lukrativer, als beispielsweise in der Landwirtschaft zu arbeiten. Daher wird es einfach auch, findet es häufig statt. Und stattdessen gehen sie halt eben nicht zur Schule und der Teufelskreis von Armut beginnt durch schlechte Bildung, keine Bildung, keine Chancen auf Aufstieg und somit das weiter. Dann ist ein Thema, die Konfliktmineralien, das sind 4
bestimmte Metalle oder Mineralien, die als Konfliktmineralien deklariert werden. Das sind Wolfram, Zinn, Tantal und Gold. Hier als Beispiel, Tantal wird in den Konfliktregionen Kongo und im Nachbarland Ruanda abgebaut. Dort herrschen eben seit dem Völkermord 1994 Unruhen in diesen Ländern. Und es gibt immer noch viele Rebellengruppen. Das ist quasi unregierbar, diese Region. Und diese Truppen versklaven Menschen und vergewaltigen und töten. Also in den letzten 15 Jahren sind über 5 Millionen Menschen dort im Rahmen dieser Konflikte zu Tode gekommen. Und diese Rebellen, die kontrollieren Minen, die Rohstoffe fördern, indem sie dort Barrieren aufbauen, wo die Leute, die das Erz geschürft haben, dann Zölle zahlen müssen, oder sie verschleppen und versklaven tatsächlich Kinder beispielsweise und lassen die für sich arbeiten, sodass im Endeffekt die Erlöse aus diesem Abbau in Waffen fließen, die wiederum die Konflikte befördern. Daher spricht man von diesen 3 TG, also Tungsten, Tin, Tantalum and Gold, von den Konfliktmineralien. Ja, diese Frau, die wir hier sehen, steht vor den Trümmern ihres Hauses, ihres Abgebrannten, das weichen musste, um Platz zu machen für eine Goldmine. Das ist halt die Art und Weise, wie indigene Bevölkerungen vertrieben werden hier in Papua-Neuguinea, um eben die riesigen Minenbetreiber den Platz zu machen und Gold zu schürfen, eben nicht nur für Schmuck, sondern auch für Computerchips. Ein Beispiel für Umweltzerstörung sieht man hier, wo riesige Kraterlandschaften zurückbleiben, wo einmal Zinn geschürft wurde. Das passiert mit großen Baggern und Saugrohren, die vor der Küste von Bangka in Indonesien die Umwelt, also die Erze aus der Oberfläche rausziehen und dabei die Korallenriffe unwiederbringlich zerstören. Aber auch auf dem Festland wird das gesamte Ökosystem auf Jahrzehnte nachhaltig geschädigt. Und als Folge ist eben nicht nur, dass die Ökosysteme gestört sind, sondern auch, dass die Bevölkerung keine andere Einkommensquelle mehr hat, also sprich keine Landwirtschaft oder Fischfang oder Touristenführer machen kann, sondern ist gezwungen, dann in den Minen auch zu arbeiten. Genau, ein Restaurationsprogramm ist nicht vorgesehen, weder vom Staat noch von den Firmen, die auch vom Staat, also das sind staatliche Firmen, die das machen. Denn von der Förderung der Rohstoffe geht es zur Produktion der Komponenten. Dort wird häufig in Low-Tech-Verfahren mit Sub-Unternehmern Einzelteile für Komponenten hergestellt. Selbst China sourced jetzt eben schon die Produktion in die Philippinen beispielsweise aus, wo dann Sonderhandel, Wirtschaftszonen sind, wo lokale Arbeitsrechte nicht gelten. Ein weiteres Beispiel aus einem Hightech-Land wie Südkorea, wo Samsung eben auch mit dem Einsatz von giftigen Chemikalien produziert. Hier links sieht man, wie ein Leck aufgetreten ist von Fluorwasserstoffsäuregas. Und rechts daneben eine ehemalige Mitarbeiterin von Samsung, die an Krebs, Leukämie gestorben ist, weil sie eben in diesen Hallen gearbeitet hat, wo die Lüftungsanlagen diese Chemikalien in der ganzen Halle verstreuen. Und ja, schwangere Frauen riskieren eben das Leben ihrer Neugeborenen, wenn sie dort arbeiten. Es gibt 70 dokumentierte Krebsfälle bisher, von denen auch viele tödlich waren. Samsung weigert sich, Entschädigungen zu zahlen, aber in diesem Fall, den wir hier sehen, haben tatsächlich die Angehörigen auch eine Entschädigung bekommen. Diese Chips stecken in vielen Computern und Tablets, die wir heute kaufen können. Dritte Station wäre die Montage, wo dann die ganzen Komponenten zusammengeführt werden. Wo nochmal alles auf Hochglanz poliert wird. Hier sieht man zum Beispiel oben die Handyproduktion von Samsung, ist das, glaube ich, auch. Die halt lange nicht mehr irgendwie im Silicon Valley oder in Europa stattfindet. Und hier kommen
Putzmittel zum Einsatz wie N-Hexan. Das ist ein sehr schnell flüchtiges Putzmittel im Gegensatz zu Alkohol, der etwas länger braucht, um zu verdunsten, aber hochgiftig ist. Das Ganze findet auch in diesen Sonderhandelszonen im Süden von China statt, in Shenzhen. Dort sind Wanderarbeiter beschäftigt, die dort auch unter sehr schlechten Bedingungen unterkommen. Also es gibt im Schichtwechsel werden Betten belegt oder teilweise schaffen die Leute hier direkt oder machen hier ihre Mittagspause zwischen den Gängen, um keine Zeit zu verlieren, um den Weg zur Kantine sich zu sparen. Oder es gibt eben viele Überstunden werden gemacht, Pflichtüberstunden und sie stehen unter dauernder Beobachtung und es gibt eigentlich keine Privatsphäre. Die hygienischen Bedingungen sind sehr schlecht und Arbeitsverträge werden häufig gar nicht ausgeteilt und es gibt keine Möglichkeiten, Gewerkschaften zu gründen. Und die gegründet werden, sind unternehmensnah und haben eigentlich keinen Wert. Also häufig wissen die Angestellten auch gar nicht, welche Rechte sie wirklich haben. Ansonsten ist die Arbeit eben auch stupide und eigentlich wie Maschinen arbeiten diese Leute. Nach der Nutzungsphase, wenn wir unsere elektrischen Geräte dann fertig benutzt haben, konsumiert haben, dann werden die zum Teil illegal exportiert. Also man kennt das in Hamburg aus den großen Containern, die zum Teil vollgestopft sind mit alten Elektrogeräten. Die gelangen dann nach zum Beispiel Accra, wie man hier links sieht, ist an der Küste von Ghana eine Müllhalde, wo im letzten Schritt dann die Rohstoffe, also beispielsweise die Kabel, verbrannt werden, um noch das Letzte rauszuholen an Geld aus den Altgeräten. Das sind dann pro Gerät etwa 100 Cent. Und weil das eben auch eine sehr niedrige Arbeit ist, machen das häufig auch Kinder. Ein anderes Beispiel ist Indien, wo eben auch Elektrogeräte wieder auseinander getrennt werden in ihre Einzelteile. Hier im Säurebad werden dann die Platinen eingetaucht, teilweise mit bloßen Händen, um eben die Komponenten dann noch weiter zu verwenden und gelangen dann auf dem Weg auch wieder nach Europa. Also offensichtlich läuft eine Menge schief bei der Produktion von Elektrogeräten. Jetzt ist die Frage, woran scheitert es? Warum gibt es keine Verbesserungen? Das ist zum einen globale Lieferketten, wie wir eben schon gesehen haben. Das Ganze findet verstreut auf den ganzen Planeten statt, also vom Süden, globalen Süden, wo dann eben die Rohstoffe gefördert werden, bis zur Weiterverarbeitung der Einzelteile und der Endmontage in China oder Mexiko. Dann gibt es noch die Station der Verpackung, was dann zum Beispiel in Tschechien stattfinden würde, bis es dann nach Deutschland oder in die USA die Geräte ausgeliefert werden. Ein Problem auf der Rohstoffseite ist eben auch, dass die Nachverfolgbarkeit, also dass man nachdem die Rohstoffe aus der Erde gezogen werden, dann bis zur Schmelze das nachverfolgen kann, aber ab da wird es halt schwierig zu sagen, unter welchen Bedingungen ist jetzt dieses Erz wirklich gefördert worden. Ein Problem ist die fehlende Bereitschaft zur Transparenz von Seiten der Unternehmen, weil sie sich immer noch darauf berufen, dass ihre Zulieferverträge Geschäftsgeheimnisse sind. Und was fehlt, sind eben Frontrunner-Unternehmen, die das Ganze auch durchbrechen und zeigen, dass es doch geht. Dann natürlich fehlende Gesetze und Umsetzung auch von Richtlinien. Im Prinzip ist das halt die Möglichkeit, wie man wirklich Unternehmen auch dazu bringen kann, Regeln einzuhalten. Das sieht man jetzt bei VW, wenn sie es eben nicht tun, dann drohen eben sensible Strafen, die hoffentlich ihren Zweck erfüllen. In der Praxis sieht es natürlich so aus, dass wir dass durch Lobbyarbeit eben geplante Gesetze ausgehöhlt werden oder Schlupflöcher eingebaut werden, sodass das Ganze auch nicht mehr effektiv ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir eine funktionierende, gut organisierte Zivilgesellschaft hat, die in dem Teil an der Stelle entgegenwirkt. Genau, Korruption ist steht der Umsetzung von Gesetzen, wenn sie denn da sind, im Bereich Arbeitsschutz oder Naturschutz im Wege. Man sieht hier die untere Karte zeigt den Korruptionsindex. Rot gefärbt sind die Länder, wo es am meisten Korruption gibt und darüber mal die Karte mit den Rohstoffen und man sieht, dass es ungefähr, wo es dunkelrot ist auch,
viele Rohstoffe gefördert werden. Also sprich, die Regierungen in den Ländern öffnen häufig den ausländischen Firmen ja Tor und Tür, um die Rohstoffe herauszulösen, und es bleibt wenig für die für die eigene Bevölkerung über, sodass auch nicht der technische Fortschritt vorangetrieben wird, also nicht reinvestiert wird in Bildung oder Ähnliches, sodass eigentlich das System noch gestärkt wird. Ein Argument ist ja, der produzierende Unternehmen ist ja, dass die Nachfrage der Konsumenten fehlt, und mit der Ausrede ist, die wollen es ja alle billig und daher können wir auch nichts ändern. Auf der anderen Seite beziehen sich Konsumenten darauf, dass sie sagen, okay, es gibt keine Alternativen, es gibt kein Siegel, was soll ich denn überhaupt machen? Und das ist dieser Teufelskreis aus Angebot und Nachfrage, der sich hier schließt. Welche Lösungsansätze gibt es denn? Also ist es vielleicht doch, gibt es einen Hoffnungsstreifen, dass sich was ändert? Da gibt es derzeit drei Initiativen, Pioniere, die sagen, sie konzentrieren sich eben nicht nur auf die Gewinnmaximierung, sondern wollen eigentlich stellen den Fairness-Aspekt ins Zentrum. Und das sind diese drei Produkte, die ich hier dabei habe. Das ist einmal die faire Computermaus von Naga IT. Dann ist es das Fairphone, was hier auch heute auf der Messe zu besuchen ist. Und der fairstmögliche Lötdraht von Verlötet und Stanol. Genau. Das Naga-IT-Projekt ist eigentlich, muss man sagen, das eigentliche Produkt ist diese Lieferkette. Ich kann die einmal rumgeben. Das in jahrelanger Arbeit hat die Susanne Jordan, die das Projekt gestartet hat, die Lieferkette einer Computermaus zumindest einmal aufgeschrieben und hat gesehen, was ist eigentlich fair und was ist noch nicht fair. Und das sind die Definitionen für fair, sind in diesem Fall ihre eigene und für ausbeutungsfrei. Sie sagt zum Beispiel, dass die Komponenten, die in Europa produziert sind, bezeichnet sie als fair, weil sie davon ausgeht, dass hier die Arbeitsschutzrechte halt umgesetzt werden. Und sie hat nach und nach hat sie eben diese Lieferkette verbessert und sie wird immer grüner, sodass hier 2/3 grün sind tatsächlich. Genau. Fairphone hat als Schwerpunkt die konfliktfreie Beschaffung von Rohstoffen und sie wollen eben gehen nicht den ausweichenden Weg, dass man sagt konfliktfrei, indem man woanders bezieht, seine Rohstoffe bezieht, sondern wollen eben konfliktfrei aus dem Kongo auch und arbeiten da mit Initiativen wie Conflict Free Tin Initiative und haben jetzt im neuen Fairphone 2 eben auch tatsächlich diese vier Konfliktmineralien in fair oder in konfliktfrei beschafft. Bei Verlötet steht im ist quasi eine Ausgründung der Maus als eine Komponente für die Produktion der Computermaus, eben das Lötzinn fairer zu machen. Im ersten Schritt als Schwerpunkt ist da das Recycling vom Zinn. Und ja, genau, wir sind ein gemeinnütziger Verein und haben eigentlich Bildungsarbeit, ist unser Schwerpunkt, nicht das Produkt. Genau, als Maßnahmen sonst gibt es was Unternehmen von Unternehmerseite eben Corporate Social Responsibility Initiativen, das wären typischerweise ein Code of Conduct oder ein Nachhaltigkeitsbericht. Auf Gesetzesebene gibt es zwei Sachen, die ich kurz vorstellen will, versuche es kurz zu machen. Dodd-Frank Act ist ein US-Börsengesetz, was als einen Paragraphen hat, dass die verbauten Konfliktrohstoffe gekennzeichnet werden müssen, die halt aus Konfliktregionen kommen. Was zurzeit in Gefahr ist durch die neue Regierung in den USA, weil dieses Börsengesetz eben auch die Regulierung von Börsenunternehmen beinhaltet. Und genau, zweite Initiative ist halt die CSA-Richtlinie, die europäische. Dort sollen auch börsennotierte Unternehmen dazu verpflichtet werden, soziale, menschenrechtliche und Umweltrisiken offenzulegen. Das ist aber auch wieder mal lückenhaft. Also müssen es halt nicht tun, wenn sie
weniger als 500 Mitarbeiter haben, die Unternehmen, oder wenn sie nicht börsennotiert sind, also beispielsweise Bosch fällt nicht da rein. Also es sind EU-weit nur 6.000 Unternehmen etwa, auf die das zutrifft. Und sie müssen auch nicht offenlegen, wenn sie, wenn das Risiko, dass es ihrem Geschäft schadet, dass sie wirtschaftlichen Schaden nehmen, müssen sie es auch nicht veröffentlichen. Und es ist auch, es gibt in dem Sinne auch keine also keine Strafen, sondern es ist eine reine Erklärung. Es gibt keine Pflicht zu Gegenmaßnahmen, wenn es Risiken gibt. Genau, das ist ein ganz, ganz kleiner Schritt in Richtung Transparenz, aber wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis und daher mit Vorsicht zu genießen. Im Bereich Siegel gibt es auf Rohstoffebene dieses bekannte GEPA, von GEPA vergebene Fairtrade-Siegel, auch für Gold und Silber. Das ist ja eben für Ringe, aber auch im Fairphone für Kontakte schon eingesetzt. Ansonsten noch die Alliance for Responsible Mining, auch für Gold und Silber. Und die sind bisher ja nicht im Elektronikbereich vertreten, aber haben so Preise wie die Nobelpreismedaille oder die Goldene Palme von Cannes sind schon aus diesem zertifizierten Rohstoff hergestellt. Jetzt letzte Frage, was kann jeder selber tun? Natürlich die Alternativen kaufen, wenn man sie hat, wenn man mal ein neues Gerät braucht. Nicht das alte dafür wegschmeißen. Und was es gibt, ist ein Ranking, was diese sozialen Aspekte mit berücksichtigt. Das ist Rank a Brand oder eben das TCO-Siegel, was sich aber vor allem an die Behörden und weniger an den Endkonsumenten richtet, was aber auch Fairness-Aspekte berücksichtigt. Selber aktiv werden in NGOs, das sind ein paar hier, die wichtigsten in Deutschland, wären German Watch und Weed oder eben, wer möchte, kann sich auch mal bei uns an Stand stellen, bei Verlötet und wir suchen auf jeden Fall auch immer Mitstreiter, die mit uns was bewegen. Genau. Dann, wir haben jetzt gesehen, genau, dass es noch nicht so unbedingt möglich ist, eine faire Kaffeemaschine zu produzieren. Aber wir sind ja auf einer Bastlermesse, daher, wer Ideen hat, kann sich auch gerne nachher bei uns am Stand 14 blicken lassen und dann diskutieren wir gerne. Geht auch gerade nicht. Jetzt gehen beide. Gut, Stereo. Vielen Dank, Astrid, für den hervorragenden Einstieg jetzt in das Thema, der auch gleich schon zu dem zweiten Vortrag eigentlich hervorragend einleitet. Aber zunächst möchte ich fragen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt an Astrid hierzu. Wer hat den Lötzinn schon ausprobiert? Wer hat schon die faire Maus? Gibt es Fragen? Wenn, da gibt es eine Frage. Wie viel kostet das faire Lötzinn mehr als das normale Lötzinn? Also sprich, der Ansatz für den Kunden, lohnt es sich, das zu kaufen oder ist es so teuer, dass es sich eben nicht mehr lohnt? Ich bedanke mich für diese Frage. Das ist tatsächlich genauso teuer wie das andere vergleichbare Stanol-Produkt. Das liegt jetzt aber daran, weil es auch ein Recycling-Rohstoff ist, beziehungsweise weil das Zinn auch auf einer internationalen Börse gehandelt wird, immer zum gleichen Preis. Also im Grunde ist es da eine Mischkalkulation, aber wir hatten auch mal gestartet mit einer Umfrage, wie viel Maker bereit wären, mehr zu zahlen für ein faires Produkt. Und da ist rausgekommen, dass die Leute bereit wären, ein Drittel oder 25-30% mehr zu zahlen. Das heißt aber, dass wir auch im nächsten Schritt eigentlich forcieren, dass wir aus primären Quellen dann Zinn beziehen, was eventuell etwas teurer ist. Aber es wird sich nicht dramatisch, also es wird keine 25% teurer werden dann. Okay, gibt's noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ansonsten hätte ich natürlich die Frage, welche Kaffeemaschine muss ich haben, damit es halbwegs fair ist? Also die sollte noch erfunden werden oder beziehungsweise dafür sind halt ein paar andere Sachen auch noch nötig. Aber natürlich, ich persönlich finde ja oft, also kabellos gut, bin ich auch dabei. Aber ansonsten hatten wir schon
einige Anregungen, ja, ein Arduino zu verbauen als Steuerung. Und die werden ja immerhin in Italien gefertigt. Da hat man die Produktion schon mal fair. Und dann alles verbauen, was es gerade an Initiativen gibt. Also eigentlich eine Initiative starten und selber eine produzieren. Selber eine bauen, okay. Oder ja. Bodum bemühen, zum Runterdrücken, genau, die manuelle genau. Kraft. Kabellos, oh. Ja. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Einen Applaus noch für Astrid.